Also die Pastorale Symphonie ist ein total unglaubliches Werk, weil das ist das erste Mal, dass ein Komponist, also Beethoven, macht eine Musik oder baut eine Symphonie und Thema ist nicht Natur, Thema ist, wie Menschen leben wir mit Natur. Und dieser Blick, also zu gucken, wie wir fühlen, wie wir reagieren als Menschen mit Natur, ist natürlich etwas so Romantik, etwas so neu, dass plötzlich sind die Künstler mehr interessiert in diese Personalgefühle. Gut, also zweite Geigen, Bratschen, Celli, spielen die Achtel am Anfang, ist zu zögern, letzter Schlag. In Wasser gibt es kein Rubato, oder? Wasser fließt. Die mittleren Wiener Jahre gelten als Beethovens produktivste Schaffensperiode. Er ist in seinen späten 30ern. Sein Gehörleiden ist schon fortgeschritten, trotzdem entstehen zwischen 1802 und 1812 bedeutende Werke wie das Violinkonzert Opus 61, zwei Klavierkonzerte, die dritte Sinfonie, die fünfte Sinfonie und die sechste Sinfonie, die Pastorale. Beethoven war ein großer Naturliebhaber. Jedem Satz der Pastoralsinfonie ordnet er eine Szene in der Natur zu. Aber die Musik soll mehr als bloß die Natur beschreiben. Und so ergänzt er im Titel mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Mehr, 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 mehr. Wenn er schreibt eine Note, das existiert nicht, dass diese Note bleibt. Diese Note hat ein Leben. Wie sagt man auf Deutsch? Bouillon de culture. Existiert es? Bouillon, Kultur. Viele, viele in Wasser, viele Leben, verschiedene Leben. Das ist hier. In seine Gäste als Komponist, er ist sehr berühmt, der Beethoven, für Entwicklung. Und Entwicklung, das ist total, total neu. Das können wir nicht erleben, auch mit Mozart-Musik oder Haydn. Mozart ein bisschen, aber Mozart ist nicht interessiert mit Entwicklung. Beethoven, Entwicklung, das heißt, dass er natürlich baut Melodien und Bild in Musik. Aber danach, was ist wichtiger für ihn, ist, was er macht mit dieser Melodie. Und das ist auch natürlich eine sehr moderne Geste als Komponist. Musik ist nicht nur die Melodien, die wir können singen, aber Musik ist mehr wie, mit diesen Elementen, wie kann ich reisen. Und diese Linie spielen auch nachher die Geigen. Und auch unsere Flöte. Und gleichzeitig gibt es eine Linie, die spielen Klarinetten und Fagotte. Er komponiert eine Musik, das ohne seine Neuigkeit, ohne seine Detail, kann sehr banal oder traditionell klingen. Aber er schreibt manchmal Dissonanzen, das heißt Noten, dass wir warten nicht, oder Akzenten, das macht ein total anderes Profil, dieser Satz. Und die Leute, die haben diese Musik geschrieben, das heißt für die Musiker zu spielen, manchmal hatten gedacht, aber das ist ein Fehler,
dieser Akzent kann nicht sein, weil das macht diesen Satz total anders. Das geht nicht. Also in seiner Zeit schon gab es viele Fehler in seinen Noten. Und nach seinem Tod leider mehr und mehr Fehler. Und das ist nicht alt, dass wir haben heute wirklich ein sehr ernst Arbeits-Urtext mit seiner Musik. Das Manuskript der Pastoralsinfonie wird im Beethovenhaus in Bonn aufbewahrt. Bis heute ist es die Grundlage der andauernden wissenschaftlichen Arbeit an der 6. Sinfonie. Die letzte Edition der Sinfonie erschien im November 2013. Also die Originalhandschrift der Pastoralsymphonie ist unter unseren über 1000 Handschriften in der Sammlung des Beethovenhauses die wohl bedeutendste, umfangreichste und auch eine der sprechendsten. Weil das Besondere an Beethoven-Handschriften ist nicht, dass da ein eindeutiger Nottext vorliegt, den Beethoven, wenn man so will, aus dem Ärmel geschüttelt hat, weil er nun mal ein genialer Komponist war, sondern die Handschriften Beethovens sind fast immer ein Work in Progress. Beethoven hat es zuerst mal flüssig niedergeschrieben und wie seine Art war, nie ganz mit sich zufrieden. Hat er dann in mehreren Arbeitsgängen, das kann man erkennen, das ist teilweise mit Bleistift, teilweise auch mit Tinte oder auch mit einem Rotstift ergänzt, hat er überarbeitet, hat ganze Seiten gestrichen, nachdem er schon viele Korrekturen gemacht hat, wie diese Seite hier zum Beispiel. Und ganz am Schluss kommt er wieder drauf, ach, ich möchte es doch so haben. Macht dann da oben eine Wellenlinie und schreibt dazu, bleibt. Und dieser Blick in Beethovens Werkstatt, der ist faszinierend. Und das gibt es bei kaum einem anderen Komponisten in der illustrativen Form. Und deswegen wissen wir auch über den Schaffensprozess bei Beethoven mehr, als man zum Beispiel von Haydn oder Mozart oder Bach weiß. Wie programmieren wir Beethoven heute? Wie klingt dieser Korpus heute? Und ich auch überlege viel über das. Und ich bin sehr froh, dass in Köln hier mit das kürze nicht, wir machen einen Zyklus mit modernen Komponisten von heute und Beethoven. Weil natürlich man erlebt Beethoven-Musik mit einer neuen Perspektive, wenn wir haben im gleichen Konzert ein sehr modernes Stück. Und dieses Mal spielen wir zum Beispiel Peter Edwisch, sehr, sehr, sehr großes Werk, Seven für Geige und Orchester. Und ich denke, dass diese Kombination macht unsere Erfahrung mit Beethoven-Musik total anders. Ein neues Stück von heute und Beethoven, das forciert uns, Beethoven nochmal zu lesen, nochmal zu verstehen oder probieren zu verstehen.